Wie geht's im Taxiunternehmen? Sieht schlecht aus. Fehlt Umsatz pro Woche, 1000 Euro Umsatz. Nachtgeschäft ist ganz tot, tagsüber elendiglich lange Wartezeiten, praktisch nur noch medizinisch bedingte Aufträge. Kann man das in Prozente rechnen, wie viel Prozent Sie jetzt noch haben im Vergleich zu früher? Schwer zu sagen, weil ich auch teilweise Stammkundschaft habe, aber die Taxizentrale sagt zum Beispiel, dass das Auftragsaufkommen um 70% gesunken sei. Was glauben Sie, wie lange können Sie das noch durchhalten? Also ohne Hilfsmittel dann vielleicht noch 3 Wochen, dann wird es eng. Da hängen ja auch andere Arbeitsplätze ab, nicht nur mein Angestellter, sondern auch die Autowerkstätten, also was die Rechnung bezahlt werden muss, die warten ja auch auf ihr Geld. Wenn Sie Personen befördern, wie schützen Sie sich selbst? Durch intensive Hygiene. Also ich reinige immer die Gurtschlösser und Türgriffe, wasche bei jeder sich bietenden Gelegenheit unterwegs die Hände und achte darauf, dass die Kundschaft für den Fall, dass man husten oder genießt wird, sich von mir abwendet. Eine Trennscheibe gibt es noch nicht für Taxifahrer? Nein, zumindest keine zugelassenen. Also ich habe schon welche gesehen und solange der Fahrzeughersteller nicht zulässt, riskiere ich sonst Zulassung und Versicherungsschutz. Eine Trennscheibe, die allgemein zugelassen ist, gibt es noch nicht. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag normalerweise aus? Ja, normalerweise fange ich morgens um 6:30 an und habe bis 10, 10:30 sehr gut zu tun. Und heute ist es so, dass praktisch das, was ich sonst bis morgens 10:30 fahre, ich innerhalb von 12 Stunden fahre höchstens. Was glauben Sie, wie geht es weiter? Durchhalten. Durchhalten, solange es geht. Und ich glaube, wenn das rum ist, dann kommt auch mein Angestellter wieder. Also er hat es mir zumindest versprochen. Und so lange müssen wir irgendwie durchkommen.